Blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hearts of Iron 4 Old World Blues. Wir stehen kurz davor, die Marrow Drinkers zu killen und ihr Bone Marrow zu trinken, ihr Knochenmark. Weil das machen sie anscheinend so gerne, jetzt wollen wir auch ein bisschen was davon haben. Das hier ist strange, aber sie können wahrscheinlich hier hin, deswegen stehen wir dort. Aber das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, ihr seht's. Hier ist so ein ganz kleiner Bereich, der in dieses nach Elkhorn führen würde. In diese Provinz. Der Warren ist sehr gefährdet gerade. Ja, gut, dass hier noch ein Supermutant antanzt. Wir haben gerade genug Truppen, um die Line zu füllen, ne? Mit ein bisschen was doppelt. Okay, ja, hier kommen sie auch hin. Ich dachte es mir nämlich. Der Warren ist ziemlich gefährdet hier. Also hiermit machen wir einen ganz schön guten Puffer hierhin auf. Und dann gehen wir wahrscheinlich Richtung Apostles, denke ich. Ich weiß nicht. Ich würde gerne The Cause angreifen. Das Ding ist nämlich hier, wenn sie hier weitergehen, haben sie hier direkt schon Claims und Wargirl gegen The Cause. Und ich glaube, wir bräuchten echt lange dafür, um da was zu forgen gegen. Wenn wir The Cause direkt hätten und Fort Williamette bekommen würden, das wäre so gut, Leute, das wäre so gut. Dann wären wir richtig powerspiked. Und ja, wir hätten nur 3 Punkte zu halten gegen die Brotherhood. Wenn wir das schaffen würden, und bei dem hier ist es sehr einfach, bei denen ist es schwieriger. Aber wenn wir das schaffen würden, wären wir praktisch absolut golden und die könnten uns nie wieder was tun. Ja, wir wollen Krieg. Krieg. Dann go, Betty, go. Ich hoffe, ihr habt ordentlich viel. Nicht wirklich. Okay, ja gut, manche standen noch nicht so lange da, ne? Und hier kommen eine Menge Leute gegen uns. Der Krieg hier könnte ein bisschen schwieriger werden, das ist nicht so cool. Weil 2 gegen 1 kriegen sie uns, wie es aussieht. Seht ihr das? Ja, aber wir können es rumdrehen. Ja, Betty, lass sie sich aushusten gegen uns, das ist gut. Wie viele Losses? Wir haben 2 verloren, die haben 86 verloren. Okay, die Losses gefallen mir. Wir müssen sehr auf unsere Manpower achten hier. Sehr, sehr, sehr. Wir müssen auch bald Camps erforschen, glaube ich. Promise of Loot. Weniger Organization ist nicht so gut. Ich hätte gern gar nichts davon, danke. Nö, und maybe? 2 Off-Map Arms Workshops. Aber wenn removed, ist es wieder weg. Für 100 Tage. Naja, das reicht mir nicht. Das ist mir nicht wert. Dankeschön. Dankeschön. Wir können auch nicht gut nach Equipment suchen. Das heißt, viele Boni bekommen wir dadurch nicht. Was nicht so schön ist. Das hier ist eine Attacke, die du besser mal nicht weitermachen solltest. Okay, hier kriegen wir es zumindest hin, weiterzukommen. Hier auf jeden Fall. Das sind nur Militias. Und wenn wir sie ein bisschen wegdrängen können, wird die Frontline kleiner und dann ist das für uns kein Problem hier. Du rennst hier hin und Richtung Camp Sherman. Declared Warren the Jumper. Warum kann ich hier eigentlich draufklicken? Das wäre schön. Winter gegen Jumper. Das ist doch hier oben, ne? Ihr gegen euch. Okay. Ihr werdet eh von Caesar wahrscheinlich weggeballert, ne? Ja, obwohl, die Jumper eher. Ah, ne, die auch nicht. Die liegen im Gebirge. Seht ihr, ist unpassierbares Gelände. Interesting, okay. Ja, cool. Ganz gute Expansion für euch. Ja, wie ihr seht, wir schaffen das hier locker. Ich muss nicht mehr wirklich was machen. Ich könnte. Ihr zwei greift hier an. Ich will Pass Resort eher haben als alles andere, ja. Geht lieber direkt hier hin, um mehr Druck zu machen und Richtung Camp Sherman gehen zu können. Wenn ihr hier die einkesselt, ist das auch okay. Dann haben sie 2 Leute weniger. Das sind eh nur Militias, deswegen kommen wir da so einfach durch. Das ist schön. Haben wir übrigens was für euch zum Aufleveln. Du hast keinen neuen Trade. Ich glaube, das Problem ist, die kriegen keine Trades mehr. Könnte ich mir vorstellen. Wir müssen erst einige Level noch gewinnen, damit sie vielleicht mal einen Trade bekommen. Aber dafür hat unsere Betty 4 Attack Skill. 10% extra Attack und 4 Supply Consumption. Das heißt, oder 4 Logistics, dafür 10% weniger Supply. Was super gut ist. Die Rangers machen auch endlich mal wieder was. Schön. Have fun. Wie lange für gebraucht? Wie lange sollte das eigentlich nicht dauern? Ich wollte hier doch noch was machen, ne? Genau, ich wollte nämlich die No Undesirables raushauen und mir die Organisation ist mir so schnuppe. Ich brauche mehr Leute. Also schnuppe nicht wirklich, aber ich kriege ja jetzt ein bisschen noch an Zeug. Okay, wir können jetzt Rebuilding Williamette Fortress. Wie können wir das, wenn wir es gar nicht besitzen? Wahrscheinlich bauen wir es einfach nur, also Rebuilding im Sinne von so wie es dort ist, so bauen wir es hier, so in etwa.
Gibt uns Arms Workshops und einen Outpost. Das ist gut. Tribal Encampments gibt uns mehr Civilian Workshops. Gets Events, Betty's Findings. Und hier? Ah, okay. Hier ist das Gift of Iron. Hm, okay. Hier hätten wir den First gebraucht. Okay, also es gibt für jeden was. Hier ist halt Betty's Findings. Ich hoffe, die Findings sind gut, Betty. Hm. Damit können wir jetzt auch das hier machen. Kriegen zwei Civilian Workshops. Ne, ich will die zwei Arms Workshops. Brauchen wir eher. Civilian, wir haben ein bisschen was noch zu tun. Das ist okay. Ein bisschen was wird bei Beaver Creek repariert. Bei Beaver Creek da oben? Oh, wir haben wahrscheinlich Resistance. Okay, Resistance hat ja jetzt erst aufgehört, weil wir gerade die Cores bekommen haben. Und das sieht man auch. Wir haben abartig Manpower dazu bekommen. Und wenn wir in irgendeiner Form die Produktion aufrechterhalten könnten, dann würde ich das sogar gerne weiter ausbauen. Das Problem ist, dass wir hier noch nicht die Production Efficiency haben. Ich werde trotzdem hier hingehen. Ich werde die nur so minimal noch aufbauen, weil wir hier eine gute Efficiency haben. Irgendwann werden wir ganz switchen. Ich will hier mehr, ich will hier mehr. Hm, ja, okay. Brauchen auf jeden Fall mehr Behemoths. Reference Manual. The Washing Brotherhood declared war on the course. Ja, ich hatte es befürchtet. Also ich dachte mir schon, dass wir das nicht hinkriegen. Das Problem ist, dass wir eine relativ große Front jetzt gegen die Washing Brotherhood haben. Und wir werden die sogar noch ausbauen, bis hin zur Timberline. Und ich hoffe, dass die den nicht in Krieg erklären werden, sondern sich im Norden konzentrieren, wo sie hingehören. Du kannst hier helfen. Da sieht der Krieg nämlich nicht so gut aus, oder die Schlacht. Du kannst hier einfach nach Broken Top rennen. Ich frage mich, warum du das noch nicht tust. Unser Panzer rennt hier rein. Du gehst nach Pass Resort, das ist in Ordnung. Sehr gut, und hast es auch geschafft. Das heißt, wir haben Punkte bekommen. Du könntest versuchen, von hier aus anzugreifen. Ihr seid eingekesselt. Das ist gut. Und jetzt seid ihr auch wahrscheinlich des Todes. Das hier gefällt mir nicht. Den muss ich aufhalten. Aber ihr seid relativ schnell besiegt und ihr könnt hier nicht weg, dachte ich. Ich muss hier aufhalten. Es war nicht gut, dass er hier nicht durchgekommen ist. The Followers of the Apocalypse. Euch will ich auf gar keinen Fall haben. Following the recent establishment in our neighboring rivals, a group of humanitarian pacifists, who dubbed themselves the Followers of the Apocalypse, have begun trickling into our lands. Generell bin ich voll für die. Also ich persönlich finde es super. Leute, die anderen Leuten helfen, für praktisch nichts und sehr pazifistisch sind und so, yay, go for it. In dem Game hier, no, weil das ist unser Tod. Wenn die Pazifisten bei uns regieren, ist vorbei. Und die werden unsere Bevölkerung umstimmen und vom War Support wegnehmen und mehr in Richtung Stabilität, und das können wir nicht brauchen. The aim is seemingly noble, to provide services to those in need, ranging from medical care to agricultural advice. They care for the parts of society we prefer to forget, be them homeless or junkies, and are accepting of all that have no one left to turn to. On this front alone, we have no qualms with them. After all, who would refuse free medical supplies? Exactly. Das ist nämlich genau mein Ding. Super, die helfen mit Medical Supplies, mit allem. Es ist super cool. Aber, und vor allem Agricultural Advice. Also die sind das, was ich auch machen wollen würde, nämlich das Ödland aufbauen. Das repräsentieren sie und den Leuten helfen und sowas, besser klarzukommen und besseres Leben zu haben. Aber für uns ist das der Tod. Wenn die uns allen War Support wegnehmen, ist vorbei mit dem Game. Problems only start to arise when you look closely at our neighbors. Genau das ist nämlich. Where the followers have been established for a while. Support for any sort of war amongst the people of these nations is slipping, as they prefer to stay on their farmsteads and practice their new medicines. There's even some indication that the followers accept seditious anarchists into their ranks who are intent on either burning our nation to the ground or seizing power themselves. We may need to keep an eye on them. Therefore, if we decide to tolerate the followers remaining in our land, once established in a nation, the followers appear very difficult to uproot. We must therefore decide swiftly before they have a chance to settle down properly. Whether or not we should welcome these followers of the apocalypse and their strange beliefs into our lands, accepting them will undoubtedly bring benefit, but at what long-term cost? Und die long-term cost ist mir nicht wert, to be honest. Wir können es ihnen erlauben, das hat jede Nation die Möglichkeit. Wir können Hostile Decisions machen gegen sie. Das hat, glaube ich, auch jede Nation gegen sie als Möglichkeit.
Das hier hat nicht jede Nation. Das haben die Washing Brotherhood und wir auf jeden Fall. Und andere Evil Nations, wahrscheinlich auch der Kaiser. Our people are so violent that we can simply scare away the followers from even approaching our lands. Wir kriegen War Support. Wir ersetzen Follower Spreading with Followers of the Apocalypse Rejected. Kriegen mehr Mobilization Speed, verlieren leider Stability, was blöd ist. Mehr War Support, mehr Weekly War Support und verlieren Research Speed, really? Aber ich glaube, das würden wir hier auch bekommen, wenn wir das machen würden. Aber ganz ehrlich, just shoot them or something. I don't care. Ja, jetzt haben wir noch schlechteren Research Speed, aber ganz ehrlich, unsere Research ist so beschissen. Immer schon gewesen und wird es auch immer sein, dass es uns einfach egal ist, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt erforschen müssen, wenn wir das eh for free bekommen. Das will ich machen. Ich will die Gleiter machen, aber ich glaube, am Anfang wäre es jetzt noch besser, entweder in die Richtung hier zu gehen. Ich glaube, wir gehen in Richtung, ja, mehr Research. Eigentlich würde ich das gerne vorziehen, aber ich glaube dann... Ja, komm, ist egal. Research wird nicht unser Strong Suit sein. Unser Strong Suit sollte sein, mehr Leute. Mehr Mobilization. Mehr Kill. Mehr Death. Oh, damn! Wieso sind die so nah an den... Warrens? Ich hatte es befürchtet. Unsere Line ist ziemlich schwach gegenüber den... Oh, das ist nämlich kacke jetzt. Das ist ein richtiges Problem. Halte ihn mal auf, bitte. Ihr zwei... Ja, genau. Ihr wurdet zurückgedrängt. Oder seid gerade entstanden. Das ist beides okay. I don't care. Auf jeden Fall sollte jetzt da die Warrens schützen. Wenn die fallen, sind wir... Ist es vorbei. Dafür kriegen wir die hier relativ schnell jetzt platt. Warum rennt ihr hier hinten hin, Freunde? Das ist nicht unser Weg. Unser Weg liegt hier an der Grenze. Wir werden die jetzt hier einfach überrennen und dann ist Ruhe. Du kommst hier hin. Oder ja, komm, renn einfach drüber. Ist egal, Hauptsache ihr macht das schnell. Und das hier darf nicht sein. Ja, und das hier ist auch nicht möglich. Ja, unsere Truppen sind zwar da, aber sie sind dumm. Dumm wie Brot. Ich meine, es sind Trolls, was wir immer erwarten. Ne? Ich mache hier noch einen dritten. Wir brauchen mehr Truppen, wie man sieht. Wir brauchen einfach Männer, die sich hier prügeln. Hier haben wir viel zu viele Leute gegen die. Ja, sehr schön. Ihr zwei hierhin. Du, mach das hier weg, damit hier keiner mehr hinlatscht. Und dann kommen, I don't know, somewhere hierhin. Dahin. I don't care. Hauptsache, ihr klatscht die Typen hier schnell weg. Okay, jetzt haben wir genug an der Line. Das ist sehr schön. Sind ein paar mobilisiert worden. Ich habe keine Ahnung, wo ihr Idioten hinrennt. Auf alle Fälle solltet ihr lieber hier hin, nach Bend Rally, und dann ist das hier gegessen. Außerdem will ich die Fabriken hier haben. Mann, stellt ihr euch in diesem Krieg dumm an, Trolls. Ganz ehrlich, so blöd seid ihr auch nicht. Vor allem nicht im Krieg. Das ist das Einzige, was ihr wirklich könnt. Anderen aufs Maul hauen. Das Gute ist, dass wir jetzt die rejected haben, outright, ist, dass wir nichts dafür investieren müssen, damit sie verschwinden. Ah, okay, und wir haben die 5% nicht wirklich verloren. Das war nur der Bonus, den sie uns gegeben hätten, wenn sie bei uns im Land rumspazieren dürfen. Das ist okay. Haben wir zu wenig? Die Organisation ist zu low, okay. Ja, es ist gut, wenn du ein bisschen Organisation bekommst, denn von euch dürfen wir nicht so viel verlieren. Wir können euch noch nicht so gut nachbauen, wie man sieht. Oh Gott, wir sind bei allem im Minus, das ist nicht cool. Fort William Matt wird nachgebaut, das ist schön. Wir dürfen das? Ah, okay, wir können die ganzen Sachen erforschen. In dem Falle gibt es hier nur Industry Technology. Aber wenn der First jetzt noch dabei wäre mit dem Cult of Personality, dann würden wir noch Stability bekommen und das Gift of Iron, okay. Damit ist mir das nicht so wichtig. Tribal Decker können wir jetzt allerdings sehr gebrauchen. Außerdem auch Bane of Man modifizieren können wir sehr gebrauchen. Das könnten wir auch gebrauchen, aber ich bin erstmal für Tribal Decker. Decker, Decker, Decker. Mehr Equipment. Mehr Böse. Mehr aufs Maul. Mehr kaputt. Das ist okay. Theoretisch können wir den hier dann sogar abcutten. Dich greifen wir hier auch mal an. Weil sie können uns nichts. Das hier ist gefährlich. Der hier hat zu wenig Organisation, sonst hätte ich den da hingeschickt. Unsere Mobilisierung sollte relativ hoch sein. Also wir sollten auch relativ schnell Leute ins Feld bekommen. Wir brauchen weniger Training eigentlich. Wenn wir die hier cutten.
Sollte das auch kein Problem mehr sein. Ihr werdet eh jetzt aufgehalten, das heißt, wir können hier schon mal cutten. Eine Resource Production, das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich auch schon in die Richtung gehen. Ja, was ist mir lieber? Wahrscheinlich mehr Production und Efficiency Retention und so ein Kram. Das sind alles sehr Heu-4-Terms, falls ihr es noch nicht kennt. Diese Efficiency Retention heißt, wenn wir hier von der Fabrik wegnehmen, dann bleibt die Efficiency relativ erhalten. Oder wenn wir die ändern, wenn wir eine Fabrik woanders hinpacken, dann behält die eine gewisse Efficiency schon als Standard praktisch. Und das ist sehr, sehr wichtig. Oder wenn wir das hier ändern zu einer... Nee, wahrscheinlich eher, wenn wir das hier ändern zu einer anderen Line. Wenn wir jetzt Pipe Guns draus gemacht hätten einfach, dann würden wir mehr Efficiency zurückbehalten. Wir müssten nicht bei Null anfangen praktisch und wieder Efficiency aufbauen. Okay, aber es sieht schon wieder besser aus. Das ist schön. Die 100 werden uns auf jeden Fall helfen dabei. Woodworking ist fertig. Das ist sehr gut. Wir könnten schon in Richtung Clayworking gehen. Wir könnten Hundchen hier machen. Mehr Production Efficiency Growth. Wir brauchen Production. Ich bin dafür. Fall of Industry. Okay, uns fehlt ein bisschen Infantry Equipment für unsere Suppression. Suppression wird momentan durch unsere Militia Force gemacht. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Weil Militia hat den besten Suppression Bonus. Und zwar kann man das hier sehen. Je kleiner diese Zahl ist, das heißt Suppression pro Manpower oder Manpower per Suppression, im Endeffekt das gleiche, I guess. Auf jeden Fall, solange diese Zahl möglichst klein ist, ist das das Beste dafür. Und man sieht, hier ist sie recht groß, hier ist sie relativ klein, außerdem brauchst du weniger Production Cost, das ist ganz nice. Das Einzige, was nicht hat, ist Hardness. Das könnten wir ändern, indem wir das hier erforschen. Das Ding hier hat, glaube ich, 50% Hardness oder so einen kranken Scheiß. 3 Armor und 50% Hardness. Das bedeutet, wie viel Schaden nehmen sie durch Soft Attack und wie viel durch Hard Attack. Und in dem Falle wird das hier beides halbiert. Was sehr, sehr gut ist. Denn normalerweise haben Resistenztruppen, also irgendwelche Resistance Forces, keinerlei Hard Attack. Das heißt, je mehr Hardness wir haben, desto besser, weil die Gegner können nichts mehr tun. Die machen uns keinen Damage. Ja, ich weiß nicht, warum du diesen Weg nimmst. Du könntest auch einfach hier durch. Ja, der wird gerade angegriffen. I don't care. Der Krieg ist gleich beendet. Denn wir können jetzt hier einfach durchrennen und fertig ist. Also, dass wir ein paar ihrer Truppen gekillt haben, war absolut worth. Wenn er langsamer ist als er, wird er überrannt. Mal schauen. Wer ist schneller? Mr. Retreat oder Mr. Ich bin schon vorher losgegangen? 4 Stunden. 5 Stunden. Ja, der wird überrannt. Und dann. Haha, goodbye, friend. Super geil. Und wir haben den Krieg gewonnen, mit ein bisschen mehr Verlusten, als ich gewollt habe, aber oh well. Vor allem Equipment-Verluste sind für uns das momentan das Problem. Aber der Krieg ist done. Der Panzer war nicht wirklich, beziehungsweise unser Behemoth war nicht wirklich so nützlich. Er war an der falschen Stelle, leider. Wir brauchen echt mehr von den Dingern. Darum wichtig, dass wir ein bisschen mehr produzieren von denen. Wir haben einfach nichts. Und die gehen alle hier in die Aufrechterhaltung von unseren Freunden hier. Strength ist noch 99%, das ist gut. Und, komm. Ist das schön. Na komm, du musst nur hier ankommen. Oh Gott, du brauchst nur 2 Tage dafür? Ja gut, es ist das Wasteland, ne? Aber ihr seid Supermutanten, ihr seid dafür gemacht, um durch dieses Wasteland zu rennen. Dann schön ein bisschen Equipment dazu bekommen, das wir gebrauchen können. Dankeschön. So, und das nächste Mal, wenn wir einen neuen Dings haben können, dann werden wir den... Oh wow, ihr seid immer noch nicht durchgekommen. Oh mein Gott, seid ihr schlecht. Das ist ja heftig, wie lange die brauchen. Ich glaube, wir gehen das nächste in Richtung Apostles. Was sagt unser Skilltree? Ich meine, wir können gegen die Bruderschaft gehen. Warhorns of the West oder Warhorns of the East. Das sind die Bone Dancers und Chemul Station. Das hier ist Apostles und Meyerlurk Tribe. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was wir zuerst nehmen sollen. Den Meyerlurk Tribe würde ich schon gern ausschalten, vor allem die Apostles. Ich meine, wir könnten die Bone Dancers wahrscheinlich relativ einfach und die Station wegklatschen. Das gibt uns eine größere Border mit der Bruderschaft.
Aber generell nicht schlecht. Und normalerweise soll die Bruderschaft gegen Arroyo gehen, die Western Brotherhood, aber nicht gegen die Apostles. Und hier sollte auch niemand gegen die gehen. Also ich denke, wir gehen erst hier gegen. Ich weiß halt nicht, wie stark ihr seid, aber ihr habt weniger Truppen als die eben. Also ist das kein Problem. Das dachte ich mir auch schon. Die sind nämlich relativ schwach eigentlich und die genauso. Okay. Tribal Decker. Mehr War Support und mehr Infantry Equipment. Nice, dankeschön. More Decker. Mehr Infantry Equipment, Support Equipment, okay. Oder Mega Metal Mutants. Basic Melee Weaponry und Support Equipment. Nee, ganz ehrlich. The Powwow, nee. Ich will keine Powered Melee Weaponry. Ich will Better Decker. Ich will Common Ballistic Weaponry. Viel besser, meine ich. Bitte sag mir nicht, dass es anders ist. Powwow oder Common? Die Defense ist besser hier. Der Breakthrough ist besser hier. What? Hard Attack ist schlechter, Soft Attack ist besser an der Stelle. Das Ding hier ist richtig gut. Das Problem ist, wir brauchen Hard Attack, um der Bruderschaft was anzutun. Das heißt, deswegen ist das hier trotzdem besser, auch wenn die restlichen Stats nicht so gut sind. Was ich sehr schade finde, to be honest. Sogar die Reliability ist hiervon besser. Kostet mich jetzt gleich an Ressourcen. Okay, die sehen eh gleich aus. Und die Production Cost ist hier höher. Ist das auch noch ein Grund? Ich habe keine Production, deswegen ich muss da hinzukommen in Weaponry. Ich hoffe, ich kriege dann hier alles. Warrior Equipment. Ich meine, wir könnten sogar Basic Laser Weaponry haben, ne? Aber es ist theoretisch schlechter. Sogar im Breakthrough und in Hard Attack nur gleich und in Soft Attack auch schlecht. Ja, okay. Also das hier ist definitiv die bessere Wahl. Und wenn wir das hier noch bekommen dazu, ja. Leg Infantry, Breakthrough hoch. Auf jeden Fall gut. Okay, hoffen wir mal, dass es wirklich eine gute Entscheidung ist. Darum, weil ich gesagt habe, wir gehen wahrscheinlich gegen die beiden hier zuerst vor. Gegen wen? Ich glaube, es ist egal, die Line wird trotzdem relativ groß sein, ne? Aber die hier kann man leichter crushen, wenn man eine größere Line hat, finde ich. Ich gehe hier oben hin. Wir haben wieder was frei. Wir werden wahrscheinlich Drinking the Marrow nehmen. Um hier hinzukommen. Nee, um hier hinzukommen. Ja, wir müssen dann das hier noch vorher machen. Okay. Drinking the Marrow. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, die haben ein bisschen mehr Zeit, sich zu erweitern. Aber wir haben auch mehr Zeit, um Equipment zu fabrizieren. Wir haben einiges. Das bedeutet eigentlich, ich könnte mehr Units trainieren. Wir sind dann bei 16. Wenn ich nochmal 4 nehme. Wenn ich nochmal 4 nehme, bin ich bei 20 und dann könnte ich sogar nochmal 4 trainieren. Das heißt, ich werde wahrscheinlich. Ob ich nochmal so 4. Ja, ich kann sogar einfach mal 4 raushauen. Okay. Und ihr kommt hier hin. Ah, das war wieder mal super schön. Danke. Ich kann Infantry Equipment und so einen Kram kaufen. Kann ich Slaves kaufen? Nee, schade. Damn it! Okay, ihr kommt auf jeden Fall. Geht direkt an die Battleline, ist okay. Und hier hin. Das heißt, hier sind nochmal 8. Hier, die werden nochmal trainiert. Das ist schön. Und ich hoffe, wir haben genug Zeug dafür, um sie zu trainieren. Wir brauchen einfach Masse momentan. Das ist wichtig. Masse, Masse, Masse. Unsere Truppen sind den anderen überlegen per se. Vor allem diesen kleinen Tribes. Und wir brauchen die Masse dahinter. Aber das wird noch mindestens 60 Tage dauern. Ihr seid auch nicht fertig. Ich hoffe, dass die Bruderschaft in der Zeit nicht dumm ist und uns angreifen will. Oh, mehr. Oh, das wird 75 Tage dauern. Plus nochmal 45. Plus nochmal 60. Oh my freaking Gott, das ist ein halbes Jahr. Das ist ein halbes Jahr. Ich meine, wir kriegen Cores auf dem ganzen Quatsch, ne? Das ist geil. Und wir haben 1800 in der Bank. Und die Frage ist, darf ich jetzt... Immer noch nicht, really? Game? What? Control States, es geht nicht um Court States. Weil, das würde ich nämlich jetzt gerne nehmen, die Roaming Army. Ich brauche mehr Zeug. Vor allem gegen hier unsere Bruderschaftsfreunde. Die sind zum Glück immer noch nicht fertig, weil sie Idioten sind. Das Schöne ist, jetzt haben wir wenigstens die Möglichkeit, hier ordentliche Boni abzuhauen. Diesmal wird es ein bisschen besser gehen. Wir werden richtig reinklatschen. Wir werden richtig, richtig reinklatschen gegen das Ganze.
Experience-technisch sieht es nicht so gut aus. Ich werde mal die Leute trainieren lassen, die noch nicht so voll dabei sind auf Regulars. Bone Dancers offer a treaty. The Bone Dancers have offered us a rather lucrative treaty. If we were to promise not to invite them. Das kriegt man auch, wenn man bei den Bone Dancers ist. Then they are willing to give us a rather large amount of caps, resources and manpower to compensate us. This is a great deal and it would be silly not to accept. This is a killer deal. Bypass our war goal. And Chemol Station gegen beide. Wir kriegen dafür 2000 Manpower, 16 davon und Off-Map-Arms-Workshops und so. Deswegen habe ich das nämlich nicht gemacht. Sie verlieren nämlich die 16 Scraps. Das habe ich, als ich die ausprobiert habe, bin ich nicht eingegangen. Das war dumm, weil ich verloren habe gegen die Warrens, of course. Aber 6 Off-Map-Arms-Workshops und Civilian-Workshops, das ist wirklich ein guter Deal. Off-Map, das heißt, die können nie zerstört werden, niemals manipuliert werden durch irgendwas, durch Resistance oder so ein Blödsinn. Wir kriegen praktisch den Wert von 6 Workshops jeder Art für lau. Die 2000 Men sind auch nice. Aber ich würde halt den gesamten Kram... meinen gesamten Teil hier umgehen, ne? Auch die Cores, die ich frei bekomme. Und ganz ehrlich? Nee. Nee. Ich will das nicht. Ich will die platt machen. Ich weiß, dass ich kein Problem mit denen haben sollte. Das ist nicht das Ding. Sollte nicht problematisch sein, die zu erledigen. Ich glaube, mehr davon ist noch gut. Ansonsten werden wir den Rest jetzt erstmal hier reinstoppen. Die Produktion stelle ich komplett ein. Wir gehen auf Expanding the Warren. Mal schauen. Weil das auch Chemol Station für mich blockt. Das heißt, der gesamte Osten wäre geblockt. Und ich glaube, wir kriegen mehr raus, wenn wir sie uns holen. Wissen wir, was die für Zeug haben? Factories 8 bis 12. Irgendwas zwischen... Die haben ungefähr 5 Military Factories. Ja, das ist fast schon das Gleiche. Wenn ich beide habe, habe ich mehr als die 6 Off-Map-Sachen. Und ich finde es doof, dass es auch die schützt. Aber ich meine, sie würden die dann wahrscheinlich annektieren. Also killen. Denn als Bone Crushers hast du die Möglichkeit... Bone Dancers meine ich. Obwohl, sind sie... Sie sind immer noch unter Cranium? Really? Sind hier unten gerade dran? Weil sie haben die Möglichkeit, nämlich hier zwei Wege einzuschlagen. Die Pilgrims of Steam oder He Who Showed the Way. Also das ist praktisch die Kannibalisten-Psychic-Route hier. Oder die Wir-sind-Overpowered-Steam-Power-Armor-Mörderer. Damit müssen sie aber Heaven's Gate killen, damit sie das hier machen können. Dann kriegen sie Blessing of Steam und kriegen Is Advanced als Technology-Bonus. Also sie werden dann zu einer Advanced Nation und ziemlich mächtig, allerdings ohne Manpower, was ein bisschen schade ist. Aber diesen Tree oder diesen Tree, und dazu müssen sie halt einen anderen wählen und dann werden sie auch anders genannt. Ich weiß noch nicht mehr, wo es war. Hier. Seraph's Pilgrims. Entweder werden die Seraph's Pilgrims oder sie bleiben, glaube ich, das. Sie bleiben die Bone Dancers. Oder sind im Hail to the King. Und werden die Crimson Acolytes. Also von daher, die können super mächtig werden, sind super interessant zu spielen. Aber sie sind super schwach. Die haben keinerlei Manpower. Guck mal, die haben 190 bis 263 Manpower. Wir haben 2700. Das ist abartig, wie wenig Manpower die haben. Vielleicht müsste man sich sehr auf Coring auch bei denen stürzen. Muss ich mal ausprobieren. Ich werde die auf jeden Fall auch nochmal spielen. Oh, Infantry... Oh, wir brauchen Mobile Mutation. Wo ist das? Ich will die Infantry Equipment Cost runtersetzen. Mobile Mutation. Sag mir nicht, dass es hier drin war. Nein. Okay, das heißt, es muss wahrscheinlich hier drin sein. Ja. Yes, baby. Ich glaube, wir müssen uns in die Richtung auch ein bisschen konzentrieren. Ich will nur weiter Warfare. Warfare. Ich will das, glaube ich, nicht nehmen. Oh, one of the following must be true. Washing Brotherhood does not exist. Washing Brotherhood is not considered a major. Is not in full control of Vault 6. Ah, dann können wir das machen? Wann soll das denn bitte mal der Fall sein, dass die Washing Brotherhood nicht existiert oder halt verliert in irgendeiner Form? Aber dann kriegen wir Claims auf das Territorium. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand, wenn Heaven's Gate es schaffen würde, Old Country und Washing Brotherhood zu killen. Also die können, Heaven's Gate hat die Möglichkeit, Old Country zu puppeten. Wenn sie das machen würden und würden dann die Brotherhood auslöschen... Dann hätte ich ein Wargoal gegen die, praktisch dadurch. Ziemlich cool. Morav Chapter ist Morav Alliance, ist okay. Passt schon. Sollen sie machen.
Kein Problem mit. Wir haben gleich schon wieder die 30 Minuten voll, Leute. Ich glaube, dieser Krieg kommt erst in der nächsten Folge, aber das ist okay. Wir werden hier mal einen Cut machen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Hearts of Iron 4 Old World Blues. Expanding the Warren ist fertig. Sehr schön. Das lesen wir noch. With our newly conquered lands in tandem, we are no longer such a weak nation. Already many mutants are now able to leave the caves for the first time and spread out across the fields and hills we have attained. For many it is good to see the sky again. Sehr schön. Wir kriegen mehr Stabilität, mehr War Support. Sehr schön. Jetzt haben wir auch endlich mal eine ordentliche Stabilität. Das ist klasse. Dann gehen wir für Warhorns in the East. Wir müssen halt aufpassen, dass Port Mawn so sich nicht entscheidet, die hier zu killen. In der Zwischenzeit. Vielleicht werden wir... Ja, Chimut Station wird auch gern hier angegriffen von denen. Obwohl mehr von Wall City, glaube ich. Wir müssen echt aufpassen, dass wir alles noch bekommen können. Aber dazu mehr im nächsten Part, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss.